In dem ukrainischen Stahlwerk Azovstal in Mariupol verschanzen sich weiterhin ukrainische Truppen zusammen mit Hunderten von Zivilisten. Bei jüngsten Luftangriffen wurden nach Angaben des Azov-Regiments mehrere Menschen verletzt. Am Dienstag empfing der russische Präsident Wladimir Putin den Generalsekretär der Vereinten Nationen Antonio Guterres. Wie die UN mitteilten, habe der Kreml-Chef grundsätzlich der Beteiligung der Vereinten Nationen und des Internationalen Komitees für das Rote Kreuz an der Evakuierung von Zivilpersonen aus dem Stahlwerk zugestimmt. Die Verhandlungen sind im Gange, sie laufen derzeit online. Ich hoffe, dass dies zu einem positiven Ergebnis führen wird, so Putin. In den USA ist man sich jedoch noch sehr unsicher, ob der russische Präsident es mit effektiven Verhandlungen in der Ukraine wirklich ernst meine. Nach seinem Besuch in Kiew bekräftigte US-Außenminister Antony Blinken sein Versprechen, dass US-Diplomaten schon in dieser Woche in die Ukraine zurückkehren sollen.